Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Hier wieder die Mitbringsel aus unserem Urlaub, aus dem BB-Shop, aus Villingen-Schwenningen. Gut, hier haben wir 5 Teile, für jeden erstmal 2 und wer am schnellsten ist, darf dann den Panda ausbauen. Ich habe hier ein Schildi und ein Hornnas. 1 Euro im Bluebricks Store. So, 45 Teile, 57 Teile, 51 Teile. Ich habe hier 2 Löwen. Einen normalen Löwen. Der hier. Wieder gierig. Gierig wie immer. Und ein Seelöwen. Ja. Der Seelöwe hat 31 Teile. Und wenn es jetzt kein Seelöwe, sondern ein Walross ist? Dann würde wahrscheinlich nicht Seelein unten drauf stehen. Och, Menno. 31 und 55 Teile. Ja, das ist auch keine Schildkröte, das ist ein Turtle. Ja. So, dann wollen wir mal anfangen, ne? Genug rumgealbert. Ja. Mit Bauanleitung und einer Tüte mit Aufklebern. Ich werde es wahnsinnig. Mit Augen. Ja, Augenaufkleber. Och, Menno. Aber hallo. Ich find's da gut. Sind nicht nur die dabei, sondern von den ganzen Sets. Ja. Oh, das ist doch schon mal geil. Ich brauche eine Schere, weil das wird sonst nichts. Das ist gut verpackt. Ja. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, ich habe dasselbe Teil. Ja, es muss nicht teuer sein. Hier, guckt, 1 Euro. Für den Haufenstein. Ja. Wahnsinn. Die wirklich qualitativ auch wirklich ja, Kogo sind okay. Ja. Also Kogosteine sind okay. Dann wollen wir mal die Fies zusammenbauen. Ach, ich mag so Tiere. Ja, die bei Bluebricks da in dem Store, die hat auch geguckt, wie wir da reinmarschiert sind. Ja, wir sagen immer, wer wir sind. Und machen da keinen Hehl draus, da wie andere, die da stillschweigend reingehen. Oh, 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 guck mal, das gemacht, jenes gemacht. Eine sehr sympathische Verkäuferin. Ja. Und ich glaube, wir haben auch gekauft für die Großen. Man hat sie gesehen. Jo. Wartmut, datmut. Und ich glaube, wenn die Qualität so bleibt, dann hat Bluebricks da ein bisschen positiv dran gearbeitet. Oder die Hersteller von den Sets. Eins Kogo. Von beiden. Ja, Kogo ist sowieso. Also. Hallo. So. Ist herrlich. Ja. Herrlich zu bauen. Füßchen fertig, also nicht meine, sondern so. Wir werden immer wieder gefragt, ich hätte gerne eine Tasse, ich hätte gerne eine Tasse. Gibt 2 Möglichkeiten an unsere, nee, 3 Möglichkeiten gibt es, um an unsere Tassen ranzukommen. Die eine ist Gewinnspiel. Damit machen. Die nächste Möglichkeit ist, die Tasse kaufen. So, was verlangen wir für so eine Tasse? Plus Versand 8
Euro. Diese durchsichtigen Tassen. So, man kann auch anders rankommen. Plus Versand natürlich. Ja. Man kann auch anders an die Tasse rankommen. Wir suchen immer wieder mal Figuren. Nein, nicht die Riesenfiguren da, wo angeblich 4000 Euro kosten oder 200 Millionen Euro. Das ist alles Quatsch. Wer sich sowas kauft, der muss nicht ganz... Naja, ne? Denkt euch den Rest. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Braun, okay. Und wir suchen, was suchen wir? Xingbao-Figuren, die großen, hier aus den Vor- und Western-Sets und aus den Mittelalter-Sets. Viele sagen sich, ja gut, okay, ich will die Figuren nicht haben, ich liebe lieber diese ganz normalen hier von den Dänen. Ist doch in Ordnung, könnt ihr alle haben. Aber schmeißt die anderen einfach nicht weg. Die hätten wir gern. Und die kann man natürlich gegen eine Tasse tauschen. Und was wir noch suchen, das sind aus den Asterix-Sets von Playtief Römer. Jede Menge Römer. Auch hier wird immer wieder mitgeteilt, nein, die Figuren gefallen mir nicht und so weiter. Ist alles okay. Aber schmeißt sie nicht weg, sondern bietet sie uns an. Entweder im Tausch oder eben halt gegen irgendwas anderes. Das kann auch sowas Ähnliches sein wie Geld. Da werden wir uns dann schon irgendwie einig. Genau. Und wir brauchen jede Menge davon. Also ich brauche mal vorneweg, ja, wenn ich das richtig berechne, 60, 70 Stück. Aber ich habe keine Lust, so viele Sets zu kaufen. Wenn doch auf dem freien Markt die Dinger fast weggeworfen werden. Oder irgendwo in der Gruselkiste landen. Muss nicht sein. Bietet es uns an. Wir nehmen sie gerne. Nicht umsonst. Um Gottes Willen, ich will nichts umsonst haben. Ja. Nicht so wie andere YouTuber, die alles umsonst haben wollen. Und dann immer sagen, nein, schickt mir nichts zu. Nee, muss nicht sein. So, jetzt kommt das Teil. Denn wer uns da schon mal was zugeschickt hat, ja, okay, muss ich immer lachen. Die hatten böse Überraschungen, ganz böse Überraschungen. Ne? Ja. Ja. Ist doch noch irgendwo, ne, oder? Okay, ein bisschen dumm dargestellt. Also ich mache da keine Aufkleber drauf. Nee, ich auch nicht. Die Augen-Dinger, die kriegt man so oft. Ja. Wir haben bestimmt noch ein paar hundert in der Gruselkiste. So, jetzt jenes. Uiuiui. Ah. Ja, das wird lustig. Das ja, bin ich mir auch gerade am Überlegen. Sehr interessant gebaut alles. Ja. So. Den haben wir jetzt. Da kommt das hin. Da ist er. Der kommt da hier drauf. Ein toller Stein. Sehr gute Klemmkraft. Von der Farbenqualität. Ja. Wunderschön. Kratzer.
Wunderschön. Gut, für dies jetzt ist das nicht besonders wichtig. Warum nicht? Ganz einfach. Weil die meistens von Kiddies in irgendeiner Dings verschwinden. So. Ah ja. Da kommt jetzt ein Deckelinski drauf. Wo sind die? Da ist der. So. Und achso, den habe ich in der Hand. Auch nicht schlecht. So. Immer ich. So. Ja, müssen wir erstmal durchsteigen. So viele Baurichtungen bei dem Löwen. Das hier mit dem Panzer ist auch gut gelöst. Bin hier ganz schön überrascht. Cool. So, ich bin jetzt gleich mit meinem ersten fertig. Da hast du schon alle fünf, ne? Nee, so heftig geht's hier nicht. So, komm. Aber hier, das ist geil, das ist super. Ich kann mich kaum beherrschen vor Bewunderung. Die Idee muss jetzt mal kommen. So. Komm, den China-Deckel musst du dann auch drauf kriegen. Ja. Wahnsinn. Ist sowas nur heftig, das Ding. Gute Designer, die da was gemacht haben. Guck dir das Schild an. Genial. Da fällt dir nichts mehr ein.
super Teil. Und gar nicht so die 6 Plus, die sind gerechtfertigt. Ja. So, das ist das Nashorn. Herrlich. Ach, für so kleine Sachen kann ich mich richtig begeistern. Ja. Auch für richtig große. So, ein Löwe. Ein Löwe. Das mit dem Chili war gar nicht so einfach. Das gebe ich gerade zu. Ja. Ja, kann man Klebeaugen ohne Ende. Wir haben aufgedruckte Augen von anderen Sets. Da müssen wir die nicht unbedingt hier verballern. So. Bist du? Zeig dich, du Lingfeig. Und ich bin ja erst locken muss. Oh, ja. Hm? Ich habe jetzt was falsch gemacht. Umkehr da rein, das Dreieck da rein, das da rein. Also umdrehen. Mal gucken, was da jetzt draus wird. Irgendwas läuft jetzt hier schief. Das hätten wir auch. So. Na gut, wenn das sein muss, machen wir das. Ja, wie wird das gehalten?
alles klar. Falscher Film ist, ne? Kann passieren. Ja, für den falschen Film. Ich will hoffen, dass das jetzt so richtig ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe hier ein Denkproblem. Ein richtig großes Denkproblem. Vielleicht können wir die Seite weiterhelfen.
Ich habe bei mir hier ein Problem. So. Ja, was habe ich hier falsch gemacht? Dreh das mal rum. Unten die. Klappt das schon besser? Ja, schon mal. Eins, aber das haut nicht hin. Das ist richtig. Kommen jetzt noch die zwei Ohren rein. Mache ich den nämlich jetzt erstmal fertig. Es geht hier um den Boden. So, die zwei Ohren mit Kopf. Das sind die beiden Füße, die vorne rausglotzen. Ja. So, dann gehen wir mal zurück zu den ersten Schritten. So, das habe ich gemacht, so wie es sein soll. Das ist das hier. Und drunter setzen. Ja. So, und dann kommt das zweite. Das zweite. Das sind die Zeile. Scheiße, ich habe das Ding hier aus Versehen da reingemacht. So. So gehört es. Das ist das Teil, was unten reingehört. Kein Wunder, dass das nicht hinhaut. So, und jetzt. Das so. Ich habe zu wenig um die Ecke geguckt. Na komm, geh jetzt rein. So. Und jetzt kommt. Nee. Das lache auch. So rum. Das kommt so rum da rein. So, und jetzt das so. Ne? Ja, jetzt hier oben drauf, ne? In die Mitte Füße. Genau. Fertig. Ganz einfach. Wenn man sich nicht dumm anstellt. Danke. Leute, für einen Euro ein Bomben-Mitbringsel. Und vor allen Dingen, man muss auch überlegen. So, dann stell doch mal nach. Ja, mach mal Licht hier. Dann seht ihr mal da hinten die Kuscheltüten. Ja. Alles? Ja. Ich renn mal in den Wald zum Börsen. Sag einen schönen Gruß. Ja, mach ich auf jeden Fall. So. Der monochrome Panda. Schick gemacht. Für einen Euro. Richtig was zum Überlegen, ja? Ja. Ist nicht so einfach wie die anderen Tiere, die wir da mal gemacht haben. Der Seelöwe. Jetzt der Löwe, der nichts sehen kann? Ja, der hat keine Augen. Aber geil. Cool gemacht. Auch mit der Mähne. Ja, das
war ein Objekt, das ich nicht so dolle hingekriegt habe. Gebe ich auch ehrlich zu. Man muss nicht alles können. Einfach nur ein Denkfehler drin. Ja. Das ist auch gut gemacht. Ich hätte mir zuerst das Endergebnis richtig angucken sollen. Und dann das. Entschuldigung, das ist der Hammer. Extrem begeistert davon. Auf jeden Fall. Wenn du überlegst, die Schilde ist hinten, also das Schild von der Schildkröte, das ist fast so, wie mach nicht so viel dran rum, dann hast du gleich den ganzen Krempel in der Hand. Und das ist dann auch so in Facetten. Ja. Ja. Wunderschön. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, eine 100%ige Kaufempfehlung. Auf jeden Fall. Wenn es mehr als 100% gibt, ich würde mehr geben. Aber es gibt nur 100%, auch wenn du nur 150% hackst ab, geh in die Schule, lern Mathe. Für einen Euro sind die Dinger auf jeden Fall als Mitbringsel zuschlagen, mitnehmen, ja. Einkassieren. Auch hier sagen wir fahren jetzt am 4. Mai fahren wir zu Bluebricks. Wenn jemand die Dinger haben will und die haben die da, dann bringen wir die für euch mit. Ist kein Problem, es kommt eben halt der Versand noch dazu, was wahrscheinlich einige abschrecken wird, ja. Weil der Versand 4,30 € oder was das Ding kostet. Wobei das hier, habe ich jetzt nur mal gesehen, von 15 steht hier oben drauf, ja. Mhm. Mal sehen, wie viel davon noch da sind. Wir werden uns auf jeden Fall einen Rest holen, wenn sie auf da sind. Auf jeden Fall. 1 €. Okay, so. Allein für knapp 50 Teile oder durchschnittlich 40 Teile 1 €. Das ist ein Witz. Ja. So, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit baut schöne Sachen. Und wenn sie nur 1 € kosten. Ja. Ach, hier, schaut mal hin hier. Wie stabil. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.